Endlich ist es soweit, das Mi Band 4 gibt es in Deutsch und das für mich seit gestern, 19.07. kam das Update, das hat sich einfach so runtergezogen, indem die Uhr sich nach dem Schlafen natürlich mit dem Handy verbunden hat und ich gucken wollte, wie ich eigentlich gepennt habe. Was ziemlich geil ist. Das heißt, solltet ihr euch jetzt ein Mi Band 4 kaufen, gibt's das auch in Deutsch. Aber was macht das Mi Band 4 so besonders und wie ging es mir von dem Wechsel von dem alten Mi Band 3 zum 4er? Alleine die Haptik ist viel besser. Es fühlt sich auch besser an und sieht hochwertiger aus. Ganz im Ernst. Und mit dem Farbdisplay... Ich muss schon sagen, das 3er hat mich schon überzeugt. Das Schlaftracking und das Sporttracking war jetzt nicht das allerbeste. Aber dafür sind in dem Mi Band 4 jetzt größere Sensoren verbaut worden. Beziehungsweise die Kamera, die euren Puls misst, die ist einfach größer und präziser. Und das merkt man auch beim Sport und beim Schlafen. Ich habe viel bessere Daten auf meinem Smartphone mit der Mi App, die man jetzt auch nicht mehr per APK downloaden muss, um das alles hier auf Deutsch zu haben. Das ist alles Geschichte. Schau mir bitte nächstes Mal von Anfang an zu, ne? Danke. Größerer Sensor bringt hier auch noch einen größeren Akku und den merkt man wirklich. Bei dem 3er war das schon so, dass du 2 Wochen durchgehend das Band benutzen kannst, ohne dass das komplett leer gesaugt wird. Aber das 4er, das hält ja unnormal lange. Ich habe das bis jetzt noch nicht geladen. Ich habe es noch nicht geladen und ich spiele jeden Tag damit. Habe ich nicht. Geh zum Sport. 4-mal die Woche. Beim Schlafen ist es immer an, aber es kommt auch darauf an, wie oft ihr diese Funktion verwendet, wie oft euer Puls gemessen werden soll. Das Ganze kann in 30-Minuten-Schritten oder auch in Minuten-Schritten passieren. Und dann natürlich, wie oft ihr mit dem Teil halt rumspielt, ne? Oder andere Sachen macht. Ich hab euch genau im Auge. Es gibt zudem viele Reviewer da draußen, die gesagt haben, dass das Mi Band nicht mit den alten Bändern zusammenpasst. Und was ist das hier? Das passt wohl. Das macht mich ein bisschen sauer, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe sogar noch ein zweites hier, das habe ich aber gerade verloren. Das passt aber auch. Also wenn ihr für euer Mi Band 3 ein Band geholt habt, ein, ja, so wie jetzt ich hier zum Beispiel Gold oder es gibt ja viele Variationen davon, das wird noch passen. Und es klappert gar nichts, wie bei dem 3er. Also... passt perfekt. Zudem ist das Display einfach heller und energiesparender. Ich weiß nicht, wie die das genau hinbekommen haben. Xiaomi, wenn ihr das seht, macht bitte genau weiter so. Knallt die Sonne, gar kein Problem. Auf Stufe 4 von 5 Helligkeit kann man das bei knallender Sonne sogar noch benutzen. Wieso kriegen das ein paar Smartphone-Hersteller nicht hin, wenn Xiaomi das bei ihren Fitness-Trackern hinbekommt, Mann? Zudem hat das Band 4 jetzt auch bessere Lademöglichkeiten. Das muss man nicht mehr so komisch anschließen. Auf der Rückseite sind einfach der Dual-Pin, worüber das Ganze mit der mit dabei gelegten Ladestation einfach aufgeladen wird. Kein Hektik-Mektik mehr, dass das nicht mehr passt oder nicht mehr hält. Sogar magnetische Halterung. Das ist geil. Wobei man natürlich auch in Zukunft mit Alipay mit dem Mi Band 4 bezahlen kann. Leider nur in Deutschland hier DM, aber wir wissen ja, das ist hier so wie mit den E-Roller-Gesetzen. Ich kann dich niemals fahren. Manchmal weint er und ich weine mit ihm, weil ich mich nicht fortbewegen kann. Zudem ist die Anzeige verbessert worden. Es werden jetzt WhatsApp-Nachrichten präzise angezeigt, sogar jetzt mit Umlaute. Das war noch vor ein paar Tagen ein Problem, das hat sich aber jetzt gelöst. Zudem kann man hier über Spotify einfach das Lied weiterwischen, stoppen oder so. Das ist wirklich ziemlich geil, wenn man zum Beispiel im Auto nicht sein Handy bedienen möchte, es dann mit der Uhr verbunden hat und dann einfach mal kurz den hier macht und das nächste Lied geht dann an. Alles in allem ist das Ding einfach... Es ist eine 9,5 von 10, weil Verbesserungen gibt es natürlich immer noch. Bei vielen Punkten. Ich will jetzt nichts nennen, weil ich persönlich bin damit vollkommen zufrieden. Ich habe sogar mich von meiner Cospad Optimus Pro, die bis dato eine der besten Smartwatches ist, sagen wir getrennt? Nicht, aber das ist einfach präziser im Schlaftracking und im Fitness-Tracking. Und es macht einfach Spaß, weil ich davon den Vorgänger echt eine lange Zeit benutzt habe. Kann man momentan sagen, dass Mi Band 4 ist der beste Fitness-Tracker, der auf dem Markt ist? Ich denke schon. Da spalten sich aber auch die Meinungen. Falls ihr wirklich einen präzisen Fitness-Tracker sucht oder einfach euren Schlaf analysieren wollt, ist das Ding genau das Richtige für euch. Da gibt es die persönliche Empfehlung von mir und das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Jetzt lasst endlich mal ein Abo da.